Freddy, 1-0 zum Einstand hier auf dem Betzenberg, ist doch mal geil, oder? Also nach so langer Zeit, das fühlt sich wie, wir haben schon die Meisterschaft. Also das fühlt sich ganz gut an, nach der Mannschaft, nach dieser langen, langen Zeit, dass man hier nicht mehr gewonnen hat. Also für die Fans und für die ganze Mannschaft ist es was für uns ganz besonders, ist was Besonderes. Hat man das heute so ein bisschen spüren können, auch auf dem Rasen, was das für ein besonderes Spiel ist? Ich meine, leider waren ja von den Lauterer Anhängern heute so wenig da wie noch nie. Aber hat man das trotzdem so ein bisschen spüren können? Natürlich, wir haben das, für uns war das ganz wichtig, dass man hier gewinnt. Und gerade nach so langer Zeit, ne, für uns, dass man hier nicht mehr gewonnen hat. Also für uns und unsere Fans, ganz besonders, hast du das mitgekriegt. Also von Anfang an bis am Ende. Und dass man das Ding noch so 0-1 machen, und das ist das Beste, glaube ich. Also für uns Spieler ist das was Besonderes. Und von unserer Fans ganz, ganz, ganz schön. Ja, bei dir, wir hätten uns riesig gefreut, wenn es da geklappt hätte. Du bist ja reingekommen und paar Minuten später der erste Schuss aufs Tor. Dachtest du dir, naja, es wurde viel zu wenig geschossen, jetzt probierst du es mal? Ja, der Trainer hat das die ganze Zeit gesagt, dass wir irgendwie von weit weg schießen sollen. Und habe ich die Chance gehabt, dann wollte ich das richtig ausnutzen, aber dann habe ich den Ball nicht so richtig erwischt. Aber ich hoffe, beim nächsten Heimspiel, dass ich den so richtig kriegen könnte, dass ich meine ersten Tore auch machen kann. Und das Wichtigste ist erstmal, dass wir wieder gewonnen haben. Das kann man da eine Hake dahinter machen und eine weitermachen. Alles klar, das wünschen wir dir auch. Viele Tore, viele gute Spiele für den SVSW. Jetzt steht hier schon der Matchwinner, ja. Der überragende Hanno Walic. Freddy, danke dir. Ja, danke. Hanno, ich begrüße dich. Du weißt, dass ich wegen dir und deinem Kommentar Wegen dir und deinem Kommentar von 800 Leuten angerufen worden, was du für ein Verrückter bist, ne? weißt du selbst, ne? Ja gut, das liegt ja aber daran, dass du so verrückt warst, um das Ding reinzukicken und uns endlich zu erlösen. A in Neckar Elz und heute gleich wieder. Irgendwie muss es der alte Hase richten? Ja, ich glaube, wenn ein anderer dann da gestanden hätte, hätte er den auch reingedrückt. Einfach auch ein bisschen Glück dabei. Im Moment hast du so einen positiven Lauf als Mannschaft und ja, ich jetzt in den zwei Situationen auch. Und ja, freut mich natürlich, dass ich dann die Jungs und uns dann so belohnen kann. Richtig schweres Spiel eigentlich heute. So ein bisschen träge, der Waldhof trotzdem komplett überlegen. Also haben wir jedenfalls so gesehen, aber irgendwie nicht zwingend nach vorne. Heute war so ein bisschen der Wurm drin. Ja, die Lauter haben, ich sag ja, alles Verrückte, ehrlich, im Verein, alles Verrückte. Nein, die Lauter haben es auch gut gemacht, muss man auch zugestehen. Es hat ja auch einen Grund, warum die bisher nur ein Heimspiel verloren haben. Schon eine gute Truppe und in der ersten Halbzeit hat so ein Schuss, weil die Emotionen gefehlt, finde ich, die Aggressivität gefehlt. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit einfach besser gemacht. Haben uns ein bisschen mehr gerieben an den Zweig, an den Gegenspielern in den Zweikämpfen, ein bisschen mehr am Schiedsrichtergespann gerieben und unterm Strich hat das dann auch vielleicht die Prozent freigesetzt, um dann aggressiver auch vom Tor zu sein und sich dann letzten Endes zu belohnen. Ich meine, über die Bedeutung des Sieges braucht man natürlich nicht reden, wenn man seit 89 nicht mehr gewonnen hat, auch wenn es jetzt nur gegen die zweite ist. Nächstes Jahr ja vielleicht gegen die erste. Mal sehen, was da noch so alles passiert dieses Jahr, wollen wir noch nicht drüber reden. Die Bedeutung des Spiels, keine Frage, die Stimmung mega genial, oder? Also hier auf dem Betzenberg so eine fantastische Stimmung über 90 Minuten zu haben. Erinnert dich das so ein bisschen an die alten Zeiten? Ja gut, ich hab nie in dem Stadion gespielt und hatte das Gefühl, dass ich ein Heimspiel habe aufgrund der Kulisse. Ja, also wenn ich hier gespielt habe, dann waren ein paar mehr Zuschauer da und dann hast du eigentlich schon gegen die rote Wand gespielt. Heute war nur eine Wand da, nämlich eine blau-schwarz, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe es ja eben gerade auch am Zaun gesagt, überragende Stimmung heute wieder. Und die Mannschaft ist einfach auch froh, dass sie den Fans, dass sie so mitgehen und wir dann ein Stück weit was zurückgeben können. Und ich glaube, dass es im Moment ein sehr gutes Miteinander ist und ich hoffe, dass es jetzt im Umfeld hier ruhig bleibt, auch nach dem Spiel. Und dann denke ich, war es für alle ein gelungener Ausflug heute. Ja, ich denke auch, mehr als Feiern im Zug wird es da wahrscheinlich nicht mehr geben und ein paar Gesänge in der Stadt. Jetzt hat Elversberg Federn gelassen und Trier auch ein bisschen. Kam das schon zu euch durch? Ich habe es eben gerade kurz gehört, aber ehrlich gesagt ist das nichts, womit ich mich jetzt so groß befasse. Wir gucken auf uns. Wir konzentrieren uns jetzt auf Dienstag und müssen uns da, müssen einen anderen ersetzen, müssen uns da wieder aufstellen und dann geht es weiter. Dann haben wir Dienstag vor der Brust und wenn wir Dienstag gespielt haben, dann gucken wir, was in Saarbrücken möglich ist. Wird auch ein ganz, ganz schwieriges Spiel werden, aber wir brauchen nicht zu gucken, was die anderen machen. Wir sind im Moment oben, die anderen müssen sich nach uns richten und solange wir unsere Hausaufgaben machen, ist egal, was die anderen machen. Jetzt fehlt Hanno Balic und Daniel Di Gregorio gegen Balingen. Wahrscheinlich eine Mannschaft, die auch eher defensiv stehen wird, was wir auch im Hinspiel schon gesehen haben, dass das kein angenehmer Gegner ist. Wie schwer trifft es uns?
Ja, wir haben eine unheimliche Qualität auch in der Breite. Ja, wir haben richtig gute Jungs auch dazu bekommen. Johnny Striffler, der direkt in die Mannschaft gepasst hat, und Basti Gärtner, der jetzt vielleicht seine Möglichkeit bekommt, Morris Nark jetzt mehr als verdient zu spielen, so wie er die Vorbereitung bestritten hat und wie er gespielt hat. Und die Jungs sind dann jetzt gefordert, dann auch ihren Teil dazu beizutragen. Also da bin ich relativ entspannt, weil jeder einfach heiß ist und wir die Trainingsqualität die ganze Zeit schon hochhalten. Und dann steht da halt nicht die Grigori oder Balic, und ich finde auch keine Ahnung. Zwei andere Kindern wird sich das genau überlegen und gucken, was mit Chuse ist am Dienstag, ob der vielleicht wieder kann. Also wir sind so in der Breite mittlerweile so stark besetzt, dass wir auch das Selbstvertrauen haben zu sagen, wir müssen auch mal zwei der drei Leute kompensieren können, wenn wir zu Hause gegen Balingen spielen, ne, mit den Fans wieder im Rücken. Abschließende Frage, ist bitterlich kalt, du frierst ja auch schon. Was ist mit Giuseppe Burgio? Da drang jetzt keine richtige Info zu uns durch. Chuse hat ja im letzten Spiel eine abbekommen gehabt am Sprunggelenk, war jetzt wohl keine gravierende Verletzung, also kein Bänderriss oder irgendwas in die Richtung. Aber trotzdem war es so schmerzhaft, dass er gestern im Abschlusstraining auch dann fairerweise gegenüber der Mannschaft gesagt hat, also ich kann euch nicht zu 100% helfen. Und dann haben wir einfach auch mit Zöcki und Freddy dann zwei andere, die du reinwirfst und die sich für die Mannschaft zerreißen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Stärke von der Mannschaft, dass man sich da nicht zu wichtig nimmt und irgendwie nur mit 50% auf den Platz geht, sondern genau weiß, dann setze ich vielleicht heute mal aus, bin Dienstag wieder dann der entscheidende Mann oder komme von der Bank oder dann nächsten Samstag und die anderen werden das für mich richten. Und so war es dann heute auch. Alles klar. Hanno, wir bedanken uns für zwei spitzenmäßige Tore. Feiern. Wir feiern jetzt auf der Heimfahrt natürlich auch noch. Euch auch noch eine schöne Heimfahrt. Wir sehen uns am Dienstag. Genau, alles klar. Mach's gut.